Herzlich willkommen heute Abend zum Thema Das Geheimnis meines Spiegelpartners. Freut mich, dass es so schön gefüllt ist zu so einem super spannenden Thema. Spiegel und Partner als Thema. Wie kommt man auf die Idee, das zusammenzubringen in einem Wort? Beziehungen, egal welcher Art, um die geht es heute. Also nicht nur um Partnerschaft und Liebesbeziehung, das geht auch um Geschäftsbeziehungen. Es geht um Familienbeziehungen, um zu den eigenen Kindern, es geht um Freundschaften. Also das Leben ist zu einem ganz großen Teil Beziehung. Und was ich selber in einer Beziehung sozusagen hineingebe, das erzeugt in dem System der Beziehung zum anderen wie ein Echo. Also irgendwas kommt zurück. Selbst wenn einer nicht reagiert auf das, was ich tue, dann merke ich, da kommt nichts zurück. Also habe ich etwas, wo ich eine Reaktion ablesen kann im anderen Menschen. Und wenn alles gut läuft, also man hat eine Partnerschaft, und Beispiel, ne? Und solange alles gut läuft, macht man sich keine besonderen Gedanken darüber, wie diese Reaktion zwischen mir und dem anderen überhaupt stattfindet und aus was die besteht, weil wenn es prima ist, wer denkt drüber nach? Aber wenn es ein bisschen schwieriger wird, oder mal man einen Streit hat, oder wenn man erkennt, dass man im Leben immer bestimmte Arten von Mustern weckt oder anzieht bei anderen Menschen, dann kann man mal nachforschen, auch für sich selber, was sind denn diese Sachen, die mir auffallen in der Beziehung, in den Beziehungen, die ich habe, und womit könnte das zusammenhängen, was mir auffällt? Also ein Beispiel, manche entdecken tendenziell im etwas fortgeschritteneren Alter, ab 35, 40 rum, dass in ihrem Beziehungsleben, seit sie 18, 16, 14 sind, bestimmte Wiederholungen auftreten. Das erkennt man häufiger erst deswegen etwas später, weil es hat eine Weile gebraucht, bis man erkannt hat, obwohl meine Beziehungspartner jedes Mal irgendwie anders ausschauen, von einem anderen Ort kommen, sich auch anders erstmal geben, brauche ich eine Weile Zeit in der Beziehung, dann stelle ich fest, aber bestimmte Dinge passieren ganz ähnlich. Da scheint es so im Hintergrund so geheime, unsichtbare, verborgene, mitwirkende Kräfte zu geben, die das wiederholen, bestimmte Sachen. Aber das muss einem erst mal auffallen. Und meistens fällt es einem erst dann auf, wenn es unangenehm ist. Ne? Wenn sich dann der Gegenüber immer wieder auf eine gleiche Art verhält und dann denkt man, wie mein Vater. Also, das ist das Erste, wie mein Vater. Das ist so, dann klingelt es mal, ich dachte, ich hätte es los. Jetzt macht er das. Oder der andere, du bist wie meine Mutter. Kennt ihr ja, wie so ein Vorwurf manchmal, wenn es zum Streit kommt. Ne? Das kenne ich von meiner Mutter, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und in dem Moment macht es bei manchen Klick und die sagen, wie kann denn das passieren? Wieso sagt mir jemand, ich wäre so und so wie jemand, den er kennt? Und das liegt daran, die Beziehung wird nicht nur mit dem Ich gemacht, mit dem Verstand, mit dem Intellekt. Sie wird auch nicht gemacht mit den, sagen wir mal, den anziehenden, oberflächlichen Sachen wie, die finde ich attraktiv, den finde ich männlich, die finde ich sehr anschmiegsam, den finde ich intelligent. Das sind so ganz frühe Erkenntnisse, aber die machen auch noch nicht das aus, was den Magneten der Menschen fühlt, dass sie sich anziehen. Das sind vielleicht 10%. 10% ist die Optik und die Wunschvorstellungen und die Intelligenz und das Geld und so weiter. Das sage ich absichtlich nicht 20. Die meisten sagen 20, 80, aber das ist vielleicht noch weniger als 10. In Wahrheit trifft sich Bekanntes miteinander. Bekanntes trifft sich. Und das ist nicht nur das Aussehen. Es trifft sich Vertrautes. Ne? Und es trifft sich ganz viel, was das Unterbewusstsein sich gemerkt hat. Das Blöde beim Unterbewusstsein ist, dass man es selber nicht weiß. Deswegen ist es ja Unterbewusstsein. Aber das Unterbewusstsein mit seinen 80% ist auch ein Teil von dem Magneten, der Menschen zusammenbringt. Und dann treffen sich zwei, finden sich total nett und plaudern beim Cappuccino trinken über ihre Erlebnisse und währenddessen checkt das Unterbewusstsein mit, ob sich da was begegnen kann und trifft und miteinander auch eine Beziehung eingeht. Und dann hast du eine Beziehung des Verstandes, über die man nachdenken kann, wie schön sie ist und was so toll ist, und du hast die verborgene Beziehung im Hintergrund und 80%, die finden auch was aneinander. Und das Verborgene im Unterbewusstsein, das denkt nicht nach, ob es schön ist. Der verborgene Teil, der hat nur ein einziges Interesse, dass es zusammenpasst. Es ist spannend, weil wenn ich jetzt mein eigenes Unterbewusstsein nicht sehen kann und ich weiß aber,
dass meine Anteile, die ich nicht sehen kann, trotzdem mit dem anderen einen Magnet bilden, dann ist es ein bisschen schwierig auf Anhieb, denkt man, rauszufinden, ja, was hat uns zusammengebracht, wenn es gerade jetzt nicht schön ist? Das muss ja auch einen Grund haben, wenn es hakt. Wie kann man solche Sachen rausfinden? Und da ist diese Idee, die ich in dem Buch Das Geheimnis meines Spiegelpartners beschreibe, ist, du hast ja nur eine Möglichkeit, in deiner Welt zu entdecken, wo die Ursachen sind. Du musst aus den Augen hier rausgucken und dann hast du Erlebnisse und mit denen kannst du arbeiten. Und wenn man jetzt diese Beziehung als Spiegel, einfach mal nur als Bild hernimmt, wenn das ein Spiegel für etwas wäre, was hier drin ist, im Unterbewusstsein, dann könnte ich doch im Spiegel ablesen, wenn sich einer so und so verhält und es keinen Zufall gibt, dann verhält er sich so, weil in meinem Unterbewusstsein etwas in eine Resonanz gegangen ist und das in ihm aktiviert. Und genau so ist es. Und dann kann man über den Spiegel, wenn man weiß, wie man ihn liest, kann man nachgucken, wie könnte das Verhalten, warum er das an den Tag legt, mit etwas in mir, in so einhaken, ne? Wie so ein Haken und eine Öse, und dann ziehen die aneinander und dann gibt es eben diese unbewusste Beziehung zwischen zwei Menschen. Und wenn ich die Haken weiß, die es generell gibt, dann kann ich aus der Beziehung ablesen, wo in mir das Gegenstück dazu ist. Im Spiegel, wie der andere sich verhält, erkenne ich, was in mir wohl sein muss, dass er sich so verhält. Jetzt kann ich die Auslöser suchen. Und das Tolle daran ist, dann ist der erste Schritt nicht, dass ich den anderen verändern muss oder Riesendiskussionen machen muss, sondern ich habe sozusagen für mich ein Werkzeug, dann muss ich mich kurz zurückziehen und kann nachforschen, wenn der sich jetzt nicht wegen der Sache selbst so verhält, sondern wegen diesen unterbewussten Mustern, wo ist etwas in mir, was das vielleicht ihm als Futter gegeben hat, dass er das macht. Was füttere, in dem Buch habe ich geschrieben, wie füttere ich das Muster beim anderen? Wie gesagt, über sowas denkt man halt nach, wenn man eine Kompliziertheit hat und man möchte eine schönere Beziehung haben, dann guckt man sich das an, wo es hakt. Und man guckt ja nicht dauernd einen Menschen nach Mustern oder sowas an, aber wenn es wo hakt, dann gucke ich nach Mustern. Und ganz auffällig, dass ein Muster läuft, ein verborgenes, was keiner von beiden sieht, ist, es gibt einen Streit und nach dem Streit sagen erstmal einer, das tut mir total leid, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, kannst du mir verzeihen? Und der andere sagt, das tut mir auch total leid, weil ich hab dich doch lieb. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und dann sitzen beide da und vielleicht weinen sie oder sie entschuldigen sich und sagen sich gegenseitig, dass sie das doch gar nicht wollten. Das kennt vielleicht, hat vielleicht jeder schon mal so erlebt, oder? Man weiß gar nicht, was das war. Man fragt sogar, was war das nur? Und das ist ein ganz spannender Moment. Weil in dem Moment erkennen beide, das, was hier gerade passiert ist zwischen uns, das war gar nicht ich. Weil 10 Minuten später kann ich nämlich drüber nachdenken und kann sagen, das wollte ich doch gar nicht, Entschuldigung. Wenn ich es aber gar nicht wollte, wer war es denn dann? Wer hat diese 10 Minuten gemacht? Wer hat in Wahrheit diesen Ablauf in der Beziehung, den Streit, zu eskalieren lassen? Wenn es ja keiner von beiden wirklich im Herzen wollte, weil man sich vielleicht gern hat und liebt. Und in dem Moment erkennt man, eine Beziehung zwischen zwei Menschen wird nicht alleine dadurch gesteuert, was sie mit dem Kopf denken und sagen, sondern es gibt Momente, da übernimmt ein anderer Teil von beiden und macht einen Beziehungsmoment, der eine Weile dauert. Und dann stehst du fast, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wie dahinter, du bist so wie dahinter und da ist dieses Geschehen und es wird lauter und schlimmer und du beobachtest es und denkst, was ist denn hier los? Ich kann fast nichts machen und dann reagiert man selbst und der andere reagiert. Und du willst es nicht und trotzdem machst es. Und das deutet darauf hin, es gibt eine Kraft außerhalb von dem Willen, die Beziehung macht, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Und die Kraft ist nicht das Ich selbst. Die Kraft, die da arbeiten, die Kräfte ist, zwei Muster. Muster in einem System eines Menschen machen miteinander eine Beziehungssituation und die Muster diskutieren, schmeißen sich raus, laden sich wieder ein, schimpfen. Aber auch manche Muster können auch miteinander ständig über dasselbe diskutieren. Da merkst du auch, es geht nicht weiter, aber es ist immer dasselbe. Dann sind Muster am Arbeiten. Und über den Spiegel guckst du den Partner an, erlebst, jetzt macht er schon wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und ich reagiere immer wieder gleich. Und dann erkennst du,
dann muss ein Muster arbeiten.